Hallo meine lieben Leute, euer Blöxtum mal wieder am Start und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Maker. Und wir spielen heute mal neue Level und wir fangen heute mal an mit dem Ghost Chip. Und ja, das sieht ganz interessant aus. Ne? Und ja, das will ich einfach mal spielen. Genau. Ich bin gespannt, ne? Bei neuen Leveln weiß man nie, welcher Schwierigkeitsgrad auf einen zukommt, ne? Oder, ja. Die Leute kennt man eigentlich auch nicht, ne? Außer es sind Deutsche, die man kennt, ne? Aber meistens sind bei neuen Leveln tatsächlich immer Leute, die man eben nicht kennt. Okay, von da ist das etwas Besonderes. Ich glaube, neue Level habe ich auch noch nie in einem Part von mir gemacht. Und das, obwohl ich schon, denke ich mal, über 400 Videos gemacht habe zu Mario Maker. Und von daher wurde es jetzt mal Zeit, neue Level zu spielen. Und ja, es sieht eigentlich ziemlich interessant aus. Ein One-Up, okay. Yep. Und ich würde mal sagen, vom Schwierigkeitsgrad her, ja, würde ich sagen normal. Ja, also nicht zu schwer, aber auch nicht zu einfach. Kann ich in die Röhre? Ja, okay. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo ein P-Switch, aber... Okay. Ja doch, mit Wasser, ja doch. Mit dem Wasser hätte man schon rechnen können. Ja, 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 doch. Bei dem Ghost Chip. Okay. Rote Münzen gibt es nicht. Und hier ist nur eine Feuerblume und hier ein Pilz, aber den brauchen wir nicht. So, wieder zwei Röhren. Scheiße. Und ich glaube, ich nehme hier die Feuerblume doch nochmal. So, okay. Jetzt weiß ich nicht, in welche Röhre ich zuerst gehen soll. Beziehungsweise, da kommt ein P-Switch raus. Okay, dann ist es klar, dann ist es klar. So, P-Switch, komm her. Und jetzt können wir schnell schwimmen. Das mag ich an Unterwasserleveln. Wenn man schnell schwimmen kann, ist dann schon immer ein Pluspunkt. Und hier auch eine Röhre, die einen direkt wieder dahin führt. Finde ich auch cool. So, und den Pilz, den brauchen wir nicht. Außer wir stellen uns richtig blöd an. Dann brauchen wir ihn vielleicht irgendwann doch. Und hier hätte man einfach mit dem Knochendruck drüber springen können. Naja, gut. Das Level muss ja nicht perfekt sein, ne? Okay, Swarm. Naja, vielleicht hat er das ja mit Absicht eingebaut, ne? Für Speedrunning, theoretisch, ne? So. Aber Power-Ups gibt's genug, ne? Also, schwierig ist das Level nicht. Vielleicht, hier wäre ein Helm cool gewesen. Ne? Damit ich wieder etwas schneller hier durchkomme. Aber eine Feuerblume ist auch chillig. So, Powerblock. Okay, gibt's genug. Im Ausverkauf. Und ich werde trotzdem getroffen. What the fuck? Ja, okay, okay. Der andere, eine Mannschaft hat den Brunnen noch nicht berührt gehabt. Aber es gibt ja genügend Power-Ups, ne? Ich bin mir sicher, dass ich gleich wieder eine Feuerblume kriege. Und warum dreht sich dieser Fisch um? Okay, jetzt muss ich doch aufpassen. Scheiße. Okay. Feuerblume? Nein! Scheiße, ich brauch dich nicht, du Bonnerpilz. Okay, so. Buhu. Und leck mich am... Okay. So. Okay. Und wenn man den Schwimmknopf gedrückt hält, dann kann man so strampeln. Das finde ich immer cool. Das geht nur in dem NSMBU-Style. So, und... Ah, jetzt bin ich unten. Okay, ich wäre fast wieder nach oben gesprungen, aber das wäre richtig dämlich gewesen. Und ja, links oder rechts? Ich gehe mal links lang. Und auch hier hätte man drüber können. Ich verstehe das Level nicht. Beziehungsweise, das kann doch jetzt nicht gewollt sein, oder? Dass man da immer wieder, sich das so heftig abkürzen kann. Ja, wie heißt der Bauer? Erik. Daran hättest du denken können, als du dein Level gebaut hast. So, hier kann ich nicht drüber, okay. Da hat er jetzt mal dran gedacht, aber ja, hier kürzt man sich nicht wirklich was ab. So, und Checkpoint. Jawohl. Ich gehe mal weiter geradeaus und kann da hinten hinspringen. Und da ist der Buu aus dem Thumbnail. Okay, und da ist eine Röhre. Alles klar. Ich glaube, jetzt habe ich einen großen Teil übersprungen. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich gab es gerade eben einen Unterwasserabschnitt mit einem Schlüssel noch. Aber ja, gut. Wenn er mir die Möglichkeit gibt, das zu skippen, dann mache ich das jetzt mal. Also finde ich ein bisschen schade. Das hat so ein bisschen das Level kaputt gemacht. Aber ansonsten hat es mir gut gefallen. Ne? Also das Design war gut, die Ideen waren gut. Ne? Und auch recht gut umgesetzt. Ja, ja. Der Erik aus Spanien. Beziehungsweise, ich muss das eh betonen. Ne? Also Erik. Nee, egal, ich lasse es lieber, ja. Aber das sieht nicht nach einem Betonungszeichen aus, zumindest nicht nach dem, die ich kenne. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber egal.
Ich suche mir mal ein neues Level raus. Spielen wir mal ein Level von Kevin. Ich glaube, er hat Super Mario Maker erst kürzlich gekauft. Und ich glaube, das ist sein erstes Level. Denn er hat noch keinen Stern. Gucken wir mal. Beziehungsweise, es wird sein zweites Level sein. Ne? 1-1 hat er auch erstellt. Und 1-2 ist das hier. Mal gucken, wie das so ist. Ne? Kevin. Okay. Das ist immer lustig. Okay. Wahrscheinlich guckt er mir nicht zu. Aber man weiß nie, ne? Man weiß es nie. Ach, scheiße! Und ich spring natürlich direkt rein in die Lücke. Okay. Leck mich doch am Arsch! Okay. So, da bin ich wieder. Diesmal ultra schnell unterwegs. Wo bin ich eigentlich gestorben gerade? Ja, ich glaube, ich bin hier irgendwo in die Lücke gesprungen und da kommt die Scheiße von oben. Und ich krieg den Stern natürlich nicht. Nein. Okay, und ach, diesen Pilz, den will ich nicht. Scheiße. Ja, vielleicht gab es irgendwo eine Möglichkeit, wo ich da hoch gekommen wäre, aber naja. Gut, ich nutze mal den Bullet Bill, um da drüber zu kommen. Okay. Und da ist das Ziel. Alles klar. Und dann sind wir drin. Sehr schön. Und ich gebe dem Kevin einen Stern. Ne? Seinen ersten Stern wahrscheinlich. Ja. Da und Jungferchen. Oh, das ist doch immer süß. Und wir machen dann weiter mit dem nächsten Level. Schauen wir uns mal dieses Incredible Airship an. Von dem guten Tobi. Auch einem Deutschen. Ne? Ich pick mir jetzt gezielt die Deutschen raus. Und ja, der hat Mario Maker auch noch nicht so lange. Anscheinend. Und ja, aber es macht schon mal einen guten Eindruck, das vom Design her, ne? Also so als Anfängerbaumeister natürlich. Ja, gefällt mir. Aber es ist Scrolling. Ja, da muss man immer aufpassen mit Scrolling, dass es nicht zu langweilig wird, falls man stirbt. Und ja, den Raum habe ich nicht verstanden, aber okay. Wir kommen weiter. Oh, 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 da oben gibt's irgendwas, oder? Wahrscheinlich. Ich komm da nicht hoch. Nee, und den Triple Jump habe ich natürlich auch verkackt. So, Knochen trocken. Und Feuerblume. Okay. Ich verstehe das noch nicht so ganz, ne? Aber es ist ja auch ein unglaubliches Airship, ne? Ja, vielleicht, ja. Ja, ja, es kann sein, dass er mir zeigen will, dass man die Gegner größer machen kann, wenn die in ihren Raum sind, ne? Okay. So, aber ich hasse es, wenn Gegner größer werden. Ich hasse es wirklich. Überall. Okay. Und was? Klingt doch gut. Oder? Stern. Ja, aber ich denke mal nicht, dass da jemand einen Schlüssel hat. Ich denke mal, es gibt hier doch keine Schlüssel, oder? Ah, doch, natürlich. Ah, natürlich. Natürlich. Und ich denke, der Bowser Jr. hat auch einen. Nö, der nicht. Oh, okay. Der Arme. Ich bin jetzt auf jeden Fall irgendeinen Alternativweg gegangen, oder auch nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es hier sehr, sehr viele Feuerblumen. Und ich hätte vielleicht durch die Schlüsseltüren doch lieber gehen sollen. Keine Ahnung. Okay. Ah, okay. Yoshi. Oh. Okay, ja, kriege ich dich noch. Oh, ja. Und dann sind wir im Ziel und haben sogar die goldene Flagge erreicht, ne? Und ich glaube, auf dem anderen Weg wären wir ganz unten reingekommen. Okay. Ja, das war eigentlich ganz nett, ne? Würde ich sagen. Zumal der Tobi, denke ich mal, noch nicht so lange dabei ist. Und von daher gebe ich dem einen Stern. Also ich muss mal sagen, ja, wenn man sich so die Thumbnails anguckt, ne, da wird relativ viel, ne, Müll hochgeladen in Mario Maker, anscheinend. Also ich habe die Level jetzt nicht gespielt, aber so vom Thumbnail her sehen die recht einfach alle gebaut aus, ne. Und ja, ab und zu kommt dann auch mal eins, was interessant aussieht, nämlich zum Beispiel dieses hier, Scaling Bowser Tower. Gucken wir uns das mal an, von dem guten Honesto. Ich denke mal, der ist sehr ehrlich. Und mal schauen, ob das ein ehrliches Level ist. Okay. So. Und dann hier hoch. Jupp, ganz nett. Und kriegen wir eine Bowser-Amiibo oder irgendeine andere Amiibo. Ich finde das nämlich immer cool, wenn man in solchen Leveln vom ganz alten Style eine Amiibo kriegt.
Okay. Aber anscheinend kriegen wir keine. Aber ich hoffe, dass wir wenigstens einen Pilz oder so kriegen, ne? Weil ganz ohne Schutz ist es dann doch irgendwie ungemütlich, hier zu sein, ne? Okay, aber es geht, es geht. Ja. Aber ein Treffer reicht halt, ne? Ein Treffer reicht und ich bin down. Und jetzt dachte ich, dass dann Helm runterkommt, aber nein, nein, nein. Natürlich nicht. Gut. Komm, ein Power-Up kann er uns geben. So, und da wollte ich jetzt gerade reinspringen, aber gut, dass ich es nicht gemacht habe. Das gibt's doch nicht. Scheiße. So, diesmal lasse ich mich nicht verarschen, ne? Ich warte, bis sich der Cock einzieht und dann gehe ich hier rein. So, ja. Wäre auch echt peinlich, wenn ich mich zweimal an der gleichen Stelle treffen lasse. So, das dauert mir so lange. Das dauert so lange. Deswegen dance ich mal hier rum. Ja. Das sorgt ab und zu dafür, dass ich dann irgendwie sterbe oder runterfliege. Und naja, eigentlich ist das nicht so gut, aber ja. Wenn der Bauer das so macht, ne, dann ist das so. Okay. Das ist eine coole Idee hier. Ups. Und er hat sogar den Fall, glaube ich, mit einberechnet. Nee, hat er nicht, hat er nicht. Ja, weil an der einen Stelle hätte ich zwei Powerblöcke gleichzeitig aktivieren können und dann wäre der Bowser am Leben gewesen und er ist am Leben, natürlich. Aber ich krieg Feuerblumen. Okay. Ja, jetzt habe ich es mir etwas schwerer gemacht als gewollt. So, Feuerblume. Ja. Nachdem ich einmal getroffen werde, die Feuerblume schnappen und dann werde ich kurze Zeit unverwundbar und dann kriegt er so richtig eine reingedrückt, der gute Bowser. Und jetzt ist er schön down. Und sind wir im Ziel? Bin ich jetzt gespannt. Sieht danach aus. Okay, sehr gut. Dann gehe ich nochmal oben lang, wenn ich darf. So, okay. Gut, ach, da komme ich nicht hin. Okay, gut, dann sind wir jetzt im Ziel. Jo, das war doch ein schönes Level, ne? Also auch bei den neuen Leveln ist ab und zu mal was Gutes dabei, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass wirklich sehr, sehr viel, ja, dahingeklatschte Level, um es mal nett auszudrücken, hochgeladen werden. Und von daher, ja, man sollte sich immer Mühe geben beim Bauen. Und genau. Und dem gebe ich einen Stern, genau. Und ich bin natürlich der Erste, ne? Was ja kein verwundert, ne? Und ich würde dann sagen, das war's dann wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Blöx2 und ciao!